Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 5. September. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld. Und umsonst beides, Wein und Milch. Jesaja 55, Vers 1. Hören wir recht? Wie steht da? Kauft umsonst und ohne Geld? Gibt es denn so etwas? Wir kennen das Sprichwort, umsonst ist nur der Tod. Und nun steht hier, man könne umsonst etwas kaufen. Ach was, nicht irgendetwas, was um der Reklame willen kostenlos verteilt wird, sondern das Köstlichste, wonach wir alle, vielleicht ohne es recht zu merken, suchen. Das, was den Hunger des Herzens und den Durst der Seele nach Leben stillt. Die Welt verspricht uns an allen Ecken und Enden, sie wolle uns dieses brennende Verlangen nach wirklichem Leben sättigen. Aber natürlich, Geld muss man mitbringen. Geld muss man aber bezahlen. Und wenn wir uns dann am Ende betrogen vorkommen, dann heißt es, du hättest eben mehr Geld haben sollen. Und so laufen die Narren durch die Welt und meinen, wenn ich nur Geld genug hätte, könnte ich schon das Leben finden. Und die Welt verkauft oft den größten Dreck für teures Geld. Es gibt ein Wort des Propheten Jesaja, das könnte heute geschrieben sein. Ein gemeiner Mensch redet gemeine Dinge, damit er die hungrigen Seelen aushungere. Wer so eine Ahnung von dem Betrug der Welt hat, dem verschlägt es nun den Atem. Da steht der auferstandene Herr Jesus in der Welt und ruft die hungrigen und durstigen Seelen. Kaufet umsonst das wirkliche Leben, umsonst, das Köstlichste. Es ist schon da, wie einmal ein junger Mann sagte, ich kann einfach nicht mehr leben ohne ihn. Herr, du bist das Leben. Du willst uns voll einschenken und den Durst der Herzen stillen. Dank sei dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.